So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Axoff Unified Data Protection. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dennis Hotsch. Ich bin hier bei Axoff als Pre-Sales Consultant tätig und ja, Ihnen sozusagen dienen so als Ansprechpartner für rund um alle Fragen rund um dem Thema, ja, rund um unsere Softwarelösung, um das Thema Backup und Replikation und unsere Hardware letztendlich auch. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Falls nicht, lassen Sie mich das bitte kurz im Chat halt wissen. Wenn es irgendwelche Kommunikationsprobleme begibt, dann würde ich entsprechend darauf dann einwirken, ja. So, ich habe eine kleine Agenda vorbereitet. Ich erzähle kurz was heute über uns, dann gebe ich eine kleine Produktübersicht, was Arcsoft dann ja, so Produkt im Angebot hat. Ich werde ein bisschen was zur Architektur sagen und die einzelnen Funktionen von Arcsoft Backup und Arcsoft UDP sozusagen nochmal erläutern, wie die Integration halt in UDP und Arcsoft Backup funktioniert. Dann werde ich ein bisschen was zur Lizenzierung sagen und Ihnen nachher das letztendlich auch live zeigen. Das heißt, wir werden selbst nochmal einen Backup-Shop einrichten und einen Datenspeicher einrichten. Ja, und falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten, dazu können Sie die bitte im Chat stellen. Ich würde dann nach dem Webinar darauf eingehen, ja? Okay, ja, AXA, wir sind ja aus dem CA Technologies Konzern seit 2014 rausgelöst, das heißt ein eigenes Unternehmen und haben jetzt im vergangenen Jahr auch zwei Preise auf der VMworld als beste Backup-Lösung gewonnen. Ja, und haben unsere, ja, eigentlich sind eigentlich weltweit aufgestellt, haben in den einzelnen Ländern sozusagen ja, unsere Ansprechpartner, Pre-Sales und Sales, Leute halt direkt auch halt auf dem Feld. Ja, was haben wir für Produkte im Angebot? Das eine hier ist unser Arcsoft Backup, das ist unser Klassiker, gibt es seit ja, mittlerweile 25 Jahren auf dem Markt. Ist eine filebasierte Backup-Lösung, die ja sozusagen agentenbasiert ihre Daten sozusagen auf Tape halt sichert, ja. Dann haben wir zum anderen unser RHA-Produkt. Das ist unser Hochverfügbarkeitsprodukt. Damit können Sie hergehen und ja, zwei Server sozusagen untereinander clustern und damit halt auch ein Failover sozusagen konfigurieren. Ja. Dann haben wir unser Arcsoft Cloud sozusagen als eigenen Datenspeicher, wo Sie Ihre Backups gegen unseren ja, Datenspeicher in der Cloud sozusagen hin replizieren können. Im vergangenen Monat sind wir genauer darauf eingegangen, unsere Arcsoft UDP Appliance, das ist wie gesagt halt ein REC-Server, der halt ja, schlüsselfertig sozusagen von uns ausgeliefert wird, wo die Software und so bereits alles ja, vollständig vorinstalliert ist und Sie können, ja, ist letztendlich ein Plug-and-Play-Gerät. Und worum es heute geht, ist sozusagen unsere Arcsoft UDP Datensicherungslösung. So, einmal hier nochmal im Bild dargestellt. Was ist das UDP letztendlich? UDP ist einmal eine Snapshot-basierte Datensicherungslösung, die einmal entweder per Agent, der auf dem Windows- oder Linux-System installiert ist, Ihren Server sichern kann oder wenn Sie halt Hypervisor halt betreiben, dann auch von außen halt Ihren Server halt sichern kann. Also das heißt, wir sprechen dann da bei Hyper-V dann per VSS und bei VMware über die VMware-Tools, ja, sprechen wir da den Hypervisor an, um dann das Backup abzufahren. Die Sicherung in UDP läuft generell immer blockbasierend mit unserem Verfahren Infinite Incremental. Das ist halt eine Technologie, um ja, wo wir letztendlich nur einmal voll sichern und danach immer eine blockbasierte Zuwachssicherung halt machen. Ich habe da nachher noch eine Folie zu, da werde ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, als Sicherungsziel können wir in UDP
wählen entweder ein lokales Verzeichnis auf dem Backup-Server oder halt einen UNC-Pfad. Zum einen, ja, wo wir hin auch die Daten dann komprimieren und verschlüsseln können. Und zum anderen kann das unser Recovery Point Server sein, also so deutsch Wiederherstellungspunkt Server, ja. Und an den, mit dem läuft halt auch unsere quellbasierte globale Deduplizierung, ja. Das können sozusagen die Ziele sein, wo Sie halt hinsichern können. Und ich werde noch ein bisschen nachher weiter eingehen. Nach dem ersten Sicherungsschritt, klar, können Sie Ihre Daten auch weiterhin replizieren und auf Tape kopieren oder in die Cloud und so weiter. Aber da komme ich nachher noch mal ein bisschen genauer drauf zu. Und Sie haben halt da auch einen erweiterten Jobplan halt drin, wo Sie dann Ihre ja, einzelnen Wiederherstellungspunkte und Sicherungsjobs halt dann halt auch einplanen können. Okay, jetzt mal ein bisschen was zur Architektur. Wie funktioniert das mit dem AXA UDP? Das AXA UDP besteht letztendlich aus drei Komponenten. Wir haben einmal hier unsere zentrale Management-Konsole. Über die werden sozusagen alle ja, Backup-Jobs sozusagen gesteuert. Da verwalten Sie sozusagen Ihre Server drin, die Pläne, die Logs und so weiter. Das läuft letztendlich in dieser Management-Konsole auf. Wie es jetzt hier aufgezeigt, so in einer auf einer größeren Zeit, haben wir dann hier das mal auf einzelnen Nodes sozusagen dann halt hier mal abgesetzt. Ja? Das heißt, als weitere Komponente haben wir unseren Recovery Point Server. Das hatte ich vorhin erwähnt, der macht unsere globale Deduplizierung und hält letztendlich auch den Datenspeicher mit den Backups. Ja? Dann haben wir hier sozusagen auf unseren Nodes letztendlich, die wir halt sichern wollen, unseren ArcServe UDP-Agenten halt, ja, sofern es physikal ist, dann halt auch uns dann halt installiert, der die Backups macht. Auch der UDP-Agent sozusagen muss installiert werden, wenn wir das sozusagen als agentenlosen Proxy halt benutzen, ne? Um zum Beispiel von einem Hypervisor agentenlos sozusagen ihre Maschinen halt zu sichern. Und als ja, vielleicht vierte Komponente kann man noch sehen, das ist die Tape-Archivierung. Das ist dann, da kommt dann wieder rein technisch gesehen unser ArcServe Backup zum Einsatz. Denn UDP erzeugt Folgendes: Wenn Sie einen Job erzeugen, der Ihre Daten auf Tape halt sichern soll, erstellt es im Hintergrund dann einen Auftrag, der in ArcServe Backup eingestellt wird, der das letztendlich dann auch Ihre Tape-Libraries ansprechen kann und das dann nachher auf Tape bringt. In der größeren Zeit können Sie hergehen und diese ganzen einzelnen Komponenten auf separaten Servern sozusagen installieren. Sie können auch mehrere Recovery Point Server haben, die sozusagen Ihre Daten halten oder auch mehrere Tape-Archive, wo hier halt Ihre Tape-Libraries halt dran angeschlossen sind. Ja. Sie können aber auch, so wie jetzt hier und nachher letztendlich auch in meinem Demosystem, ist es auch bei kleineren Sites, können Sie auch alle Komponenten sozusagen auf einem Server halt laufen lassen. So, jetzt hier mal in der nochmal global dargestellt. In dem Beispiel, wir haben hier unsere primäre Site und haben hier unseren ja, RPS, wie gesagt, Recovery Point Server. Und das RP steht für Recovery Points. Und Sie können dann hergehen hier und Ihre einzelnen Server halt sichern auf unseren ja, Backup-Server, ja, und die Daten dann, die einzelnen Recovery Points, dann hier halt auch auf Tape auslagern. Des Weiteren können Sie halt auch per WLAN oder WAN halt einen Außenstandort sozusagen mit anbinden, der dann die einzelnen Backup-Daten, hier in dem Beispiel mal unsere UDP-Appliance, die Backup-Daten hier von Ihrem Backup-Server sozusagen auf die Appliance halt repliziert und das halt ja, in alle Richtungen halt. Ja. Des Weiteren können Sie auch hergehen und dann Ihre Daten und Ihren Backup-Server logischerweise auch im Rechenzentrum halt betreiben und ja, Ihre Daten dahin dann auslagern.
Und zu allerletzt können Sie auch hergehen und direkt sozusagen aus dem Taskplaner her hergehen und und die Daten sozusagen auf Public Cloud speichern, wie ja, Amazon oder Fujitsu, ja. Oder Sie können halt auch hergehen und die da an der Stelle halt die ArcServe Cloud halt verwenden. Die hat halt den ja, entscheidenden Unterschied zu den Public Cloud Providern, dass Sie bei der ArcServe Cloud kriegen Sie von uns sozusagen einen Recovery Point Server mit dazu. Und da hatte ich ja erwähnt, da macht bei uns sozusagen die quellbasierte Deduplizierung und da können Sie dann halt über die Warnstrecke, ja, machen Sie dann, profitieren Sie davon halt, dass Sie letztendlich nur hin halt geänderte Blöcke, die wir sozusagen auf dem Ziel noch nicht haben, sozusagen in die Cloud übertragen können oder halt oder müssen vielmehr, ja. Währenddessen Sie bei den anderen Providern, wenn Sie es in der Public Cloud kopieren und Sie da sozusagen letztendlich nur den Speicherplatz mieten, ja, muss es halt komplett hochgeladen werden und braucht halt mehr Speicherplatz und mehr Bandbreite. So, hier nochmal zu unserer Technologie, die wir sozusagen anwenden, wenn wir unsere Backups fahren. Hier nochmal zum klassischen Prinzip, so wie wir es auch in ArcServe Backup machen. Das heißt, wir machen hier ein Vollbackup, filebasierend sozusagen, einmal von dem gesamten Server und gehen danach her und sichern sozusagen inkrementell Ihre Daten halt weiter. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja. Und fahren danach dann das nächste Vollbackup und halten dann diese ganzen Stände halt vor. Das heißt, von den eigentlichen Daten muss ich halt das X-fache auf meinem Backup-Server halt an Speicherkapazität halt vorhalten. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben mit unserer Technologie das Infinite Incremental machen wir halt Folgendes. Wir gehen her und ziehen einmal ein Vollbackup und danach sichern wir immer inkrementell forever. Das werden Sie nachher auch in dem Jobplaner von dem UDP so sehen. Der steht standardmäßig immer auf inkrementell. Das heißt, wenn Sie das das erste Mal einrichten, brauchen Sie auch nicht hergehen und da erstmal eine Vollsicherung konfigurieren. Das ist nicht notwendig. Das heißt, das merken wir selbstständig, ob wir den Server schon mal gesichert haben oder nicht. Falls das nicht so ist, machen wir automatisch ein Vollbackup. Das heißt, wir lesen die kompletten Blöcke der Festplatte oder der Partition, je nachdem wie konfiguriert, halt von dem Quellserver aus und sichern das sozusagen in unseren Datenstore rein. Und danach machen wir Folgendes. Danach sichern wir sozusagen nur noch geänderte Blöcke von dem Quellserver in unseren Datenstore halt rein. Und wenn Sie halt hier konfiguriert haben, dass Sie, was weiß ich, 7 Wiederherstellungspunkte haben wollen und Sie fahren jetzt die 8. Sicherung sozusagen, dann wird danach die erste Inkrementelle mit dem Vollbackup sozusagen verschmolzen. Ja, sodass Sie immer wieder 7 Stände haben, worauf Sie halt zurückgehen können. So, und jetzt geht es noch einen weiter. Das heißt, wenn Sie in UDP unsere Deduplizierung aktivieren, dann passiert Folgendes. Dann gehen wir her und kopieren wirklich nur, also wir betrachten erstmal durch unseren eigenen Change-Block-Treiber nur geänderte Blöcke auf der Quelle, ja, und von den geänderten Blöcken auf der Quelle kopieren wir nur diejenigen, die wir in unserem Datenspeicher halt noch nicht haben. Das möchte ich mal vielleicht an einem Beispiel einfach mal erklären. Sie haben da einen User, der hat eine Word-Datei auf seinem Laufwerk X abgelegt, ja, die hat vielleicht 10 Megabyte. Und die Word-Datei nimmt er jetzt und schickt die per E-Mail an seinen Kollegen und der speichert sich die auch in seinem persönlichen Laufwerk X ab. Jetzt würden Sie hergehen mit einer klassischen filebasierten Lösung und würden die Daten in diesem Falle dreimal kopieren. Einmal von dem User, der sie geschickt hat, dann in dem Exchange, in dem E-Mail-Postfach wird sie ja nochmal drin liegen, und dann bei dem User, der sie empfangen hat und auch nochmal gespeichert hat. Das heißt, Sie würden an der Stelle 30 Megabyte kopieren, also über Ihre Netzleitung und würden auch 30 Megabyte sozusagen auf Ihrem Backup-Server halt speichern. Mit der Deduplizierung in UDP machen wir Folgendes. Wir gehen her und wir kopieren einmal die Blöcke dieser Word-Datei von dem ersten User sozusagen auf unseren Backup-Server drauf. Und danach erkennt unsere Deduplizierung, aha, diese Blöcke haben wir schon. Und diese würden wir halt gar nicht mehr kopieren. Das heißt, sie reduzieren da dann ihr
den Aufwand an der Datenleitung sozusagen. Sie brauchen nur noch 10 Megabyte übertragen und auch nur noch 10 Megabyte dann halt speichern. Ja, sofern Sie keine Deduplizierung, keine Kompression aktivieren, sind es dann halt 10 Megabyte. Sonst natürlich auch weniger. Ja, und das, die Technologie, die wir dabei anwenden, ist wie gesagt halt quellbasierend. Das heißt, wir erkennen sozusagen die ergänzenden Blöcke auf der Quelle halt schon. Ja? Ich weiß, andere Marktbegleiter von uns, die müssen die Daten erst zu sich auf den Server halt übertragen und da dann deduplizieren. Das ist bei uns halt nicht notwendig. Das heißt, wir erkennen das an der Quelle schon. Und deswegen ist das UDP in seiner Architektur, so wie es jetzt ist, auch entsprechend optimiert halt für Bandbreiten, ja, also für schmale Bandbreiten. Wenn Sie was über Warnstrecken halt replizieren wollen, haben Sie halt deutlich geringere Anforderungen an Ihre Bandbreite. So, ja, also komprimieren, duplizieren und verschlüsseln können Sie sozusagen alles dann damit dann anwenden. Ja, wir haben in dem ArcSurf UDP, da hatte ich vorhin schon ein bisschen drauf hingewiesen, haben wir unser ArcSurf Backup mit angebunden. UDP ist eine Sicherung, die läuft immer von Disk to Disk und danach können Sie entscheiden, hier wie in einem Screenshot auch dargestellt, ich möchte jetzt nach meiner Sicherung, möchte ich meine Daten sozusagen auf dem Band beispielsweise kopieren. Das werde ich Ihnen nachher noch live zeigen. Und werde dann halt nochmal auf die genauen Funktionen dann in der Live-Demo nachher noch ein bisschen weiter genauer dann eingehen. Ja, was haben wir außerdem in UDP mit bei? Wir haben eine Funktion mit bei, die nennt sich Virtual Standby. Das möchte ich mal erklären. Und zwar, wir können, was macht dieses Virtual Standby? Wir können hergehen und einen beispielsweise eine virtuelle Maschine, die auf Ihrem VMware-Server liegt, können wir hergehen und auf einen anderen VMware-Server halt replizieren. Das ist nicht als Hochverfügbarkeitslösung gedacht, ja. Das heißt, die geringsten Zeitabstände, die Sie da konfigurieren können, sind 15 Minuten, ja. Also das dient sozusagen als Backup und ja, als Hochverfügbarkeit Light, sage ich Ihnen so, ja. Sie können das dann so konfigurieren und sagen, ja, okay, wenn auf meinem Quell-VM-Server beispielsweise, wenn der ausfallen sollte, können Sie da einen Heartbeat definieren und dann startet die Maschine auf Ihrem zweiten VMware-Server beispielsweise an. Ja? Wir können dieses Verfahren mit dem Virtual Standby in alle möglichen Richtungen machen. Das heißt, wir können erstmal Hypervisor übergreifen. Das heißt, wir können von VMware zu Microsoft Hyper-V oder von Hyper-V zu VMware sozusagen dieses Virtual Standby anwenden. Wir können aber auch hergehen und dieses P2V bedeutet hier Physical to Virtual und wir können sozusagen auch Ihren physikalischen Server sozusagen auf einem Hypervisor sozusagen verfügbar machen oder dahin replizieren. Ja? Und wir können auch noch den ganz umgekehrten Fall halt auch machen. Wir können auch von einer virtuellen Maschine sozusagen mit unserer Bare Metal Recovery, da kommen wir nachher später zu, können Sie hergehen und eine virtuelle Maschine auf einem physikalischen Server sozusagen wieder verfügbar machen. Ja. Ja, und die ganze Sache können Sie halt ja, entweder automatisch starten lassen oder halt manuell. Bei manuell würden Sie dann hergehen und dann entscheiden, okay, ich möchte jetzt auf meinem Backup Hypervisor dann hergehen und dann die Maschine dann jetzt einfach starten. So, dann kommen wir zu der nächsten Funktionalität. Das ist unser Instant VM. Was macht das Instant VM? Instant VM, damit können Sie hergehen und wenn Sie eine Sicherung von einem Ihrer Server halt gefahren haben, sowohl Windows als auch Linux, das spielt keine Rolle, können Sie hergehen und diese aus dieser Datensicherung des Servers können Sie hergehen und diesen Server auf einem anderen Hypervisor sozusagen verfügbar machen, ohne den wirklich auf diesen Hypervisor rauf kopieren zu müssen, auf den Datenstore des Hypervisors rauf kopieren zu müssen.
Hier sind so mal ein paar kleine Screenshots damit bei, wie das letztendlich dann halt aussieht. Das heißt, Sie wählen Ihren Server dann aus, den Sie halt dann verfügbar machen wollen. Das können Sie zum Beispiel benutzen, wenn Sie Virtual Standby nicht aktiviert haben und Ihnen ist jetzt ein Server sozusagen ausgefallen und Sie brauchen den sofort schnell wieder verfügbar am Laufen halt, ja, weil er halt wichtig ist. Können Sie diese Funktionalität halt verwenden oder halt, wenn Sie auch mal eine Sicherung halt testen wollen. Und so sieht das letztendlich aus. Sie wählen sich dann hier die letzte Sicherung sozusagen von Ihrem Server aus. Und dann geben Sie als Ziel sozusagen Ihren Hypervisor an, wo Sie den Server drauf halt dann starten wollen. In dem Fall ist es jetzt hier ein ESX-Server. Und dann können Sie dem jetzt hier noch ein paar Konfigurationen halt mitgeben, wie viele CPU-Kerne soll er bekommen und wie viel Arbeitsspeicher und was für eine Netzwerkkonfiguration halt. Und dann letztendlich geben wir her und zeigen dem Hypervisor per NFS sozusagen unseren ArcServUDP-Datenstore und der Hypervisor liest quasi aus unserem Datenstore per NFS dann diese Maschine. Ja. Das hat einmal den Vorteil, dass Sie auf dem Hypervisor selbst gegenüber der Funktionalität mit dem Virtual Standby den Festplatzplatz nicht vorhalten müssen. Also sonst ist das ja so, wenn Sie einen Exchange-Server haben und Sie replizieren den von A nach B, dann brauchen Sie auf dem Server, der das Backup dann hält, sozusagen auf dem Backup-Hypervisor, genau den gleichen Speicherplatz wie auf dem Quell-Hypervisor sozusagen auch für diese virtuelle Maschine. Das ist sozusagen bei dem Instant VM nicht erforderlich. Der Nachteil ist dabei, ist es ein bisschen langsamer, weil wir müssen natürlich dann die Daten, der Hypervisor liest dann die Daten quasi von unserem Backup-Server dann halt. Ne? Und es muss, diese Bereitstellung muss sozusagen zu dem Zeitpunkt erfolgen, wenn Sie es dann halt erst brauchen. Also dadurch ist es dann halt auch ein bisschen langsamer im Zugriff her. Ja, dann zu unser Bare Metal Recovery. Das ist letztendlich eine Software, die, wenn Sie UDP installieren, die ist auf den Servern immer mit installiert automatisch. Das ist unser UDP Bootkit Creator. Damit können Sie dann ISO-File oder einen USB-Stick erzeugen und Ihren Server halt dann mit booten. Und mit der Bare Metal Recovery können Sie dann entweder ein Backup sozusagen zurückspielen, was auf einem NAS liegt oder was auf einer angeschlossenen USB-Festplatte liegt. Oder Sie können aber auch per Netzwerk direkt unseren Recovery Point Server Datenstore sozusagen mit Deduplizierung unter Umständen dann halt mit ansprechen und von daraus dann halt Ihre Daten dann halt zurücksichern. Und ja, das können Sie, wie gesagt, also hier in alle möglichen Richtungen mit unserer Software dann halt machen. In der Software ist auch ein kleiner Gerätemanager mit bei. Da können Sie dann hergehen und im Bedarfsfall einen speziellen Treiber noch für einen Controller oder ähnliches dann halt mit einbinden. Diese Bare Metal Recovery unterstützt sowohl das klassische Booten als auch das Booten über das EFI. Ja. Ja, dann zu unserer Integration mit Exchange. Das heißt, Sie können bei uns die Exchange-Server mit sichern. Sie können hergehen mit dem UDP auch die kompletten Datenbanken, den kompletten Mail-Server halt wiederherstellen und halt auch mit unserem Exchange, mit unser granularen Wiederherstellungstool können Sie auch wirklich in die Sicherung sozusagen reinschauen und von einem einzelnen Postfach sowohl halt auch Mailboxen, Ordner, Nachrichten, Anlagen, Termine, Kontakte und so weiter halt dann halt wiederherstellen und das auch direkt in das Postfach von dem einzelnen User halt dann wieder zurückspielen. Das ist auch möglich. Sie können die Funktionalität auch benutzen, wenn Sie bei uns eine agentenlose Sicherung machen. Das heißt, wir brauchen für den Vorgang keinen installierten Agenten auf dem Exchange-Server. Das heißt, Sie können wirklich die komplette VM sozusagen von halt wegsichern und wir können nach der Sicherung dort reinschauen und ja, die einzelnen Daten dann halt dann wiederherstellen.
So, und dann noch ein bisschen was zu unseren Editionen zu dem UDP. Wie kann man das lizenzieren? Wir haben einmal eine Workstation Edition. Die können Sie auf ab Windows 7 und aufwärts sozusagen dann installieren. Die wird pro Station sozusagen lizenziert und ja, kann, wie gesagt, also für kleine Betriebssysteme halt gedacht, ja. Dann haben wir unser ArcSoft Backup, unser ArcSoft UDP Standard. In der Standardversion können Sie ganz normal ja, Backup-Sicherung fahren von Ihren File-Servern und haben auch die Tape-Integration halt schon mit bei. Also das ArcSoft Backup kriegen Sie dann als Lizenz dann halt auch immer mit dabei ab der kleinsten Version. Also ab der kleinsten Server-Version letztendlich. Ne? In der Advanced-Version von dem UDP können Sie dann diese Funktionalitäten wie Instant VM Recovery und dieses Exchange und SQL Support ist dann damit dann enthalten. Und ab der Premium-Variante können Sie dann auch sogenannte Hardware-Snapshots fahren. Das heißt also, Provider wie NetApp können Sie dann mit einbinden. Ja, und Sie kriegen auch eine rollenbasierte Administration dann in der für die Konsole halt mit bei. Und ab der Premium-Version kriegen Sie auch das ArcSoft Backup mit dazu. Das ist ja bei den anderen Versionen auch schon mit dabei. Aber hier kriegen Sie in dem ArcSoft Backup auch noch alle Agenten, die wir so zur Verfügung haben, auch noch mit dabei. Ja. Und in der Premium Plus kriegen Sie, also alles das, was auch hier vorne schon mit drin war, kriegen Sie dann auch unser IHA-Produkt mit bei. Also, und das ist unser Hochverfügbarkeitsprodukt, ne? Damit können Sie dann beispielsweise auf dem File-Server dann noch in Echtzeit dann halt replizieren. Von der Lizenzierung her können Sie hergehen und in diesen Editionen pro Server lizenzieren, sofern der Server ein physikalischer Server ist und nicht als Hypervisor fungiert. Wenn Sie einen Hypervisor haben, dann müssen Sie per Socket oder per Terabyte lizenzieren. Und bei Socket ist letztendlich der CPU-Sockel in dem Quellserver mit gemeint. Per Terabyte ist es letztendlich die rohe Datenmenge, die wir halt zu sichern haben. Wie gesagt, vor Deduplizierung und vor Kompression. Und dann ist es ganz einfach, UDP wird quellseitig lizenziert, steht hier. Das heißt also, jeden Server, jede Quelle, die Sie sichern wollen, da gehen Sie dann her und zählen entweder, wie viele Sockel sind da drin verbaut, oder wie viel Terabyte haben Sie halt insgesamt und können danach lizenzieren halt. Es ist auch so, wenn ich mal ein Beispiel gebe, wenn Sie jetzt, was weiß ich, drei Hypervisor haben mit zwei CPUs, dann müssten Sie halt sechs Socket-Lizenzen kaufen, je nachdem, welche Ausstattung Sie halt hier benötigen, ja, und können Sie die halt sichern. Sie brauchen für den Backup-Server selbst, wo unsere UDP-Software letztendlich draufläuft, die braucht selbst keine Lizenz. Ja. Es sei denn, Sie wollen den Server halt auch mit sichern. Ja, dann gilt der halt auch als Quelle und muss halt entsprechend auch mitlizenziert werden. Sie können auch Folgendes machen, wenn Sie jetzt Ihre Hypervisor sozusagen dann diese drei Hypervisor lizenziert haben und Sie haben das Backup auf den ersten Backup-Server sozusagen übertragen und Sie möchten das jetzt gerne noch an einen weiteren Standort sozusagen hin replizieren und Sie replizieren sozusagen nur die Backups von diesen drei Hypervisern dorthin, dann bräuchten Sie auf dem zweiten Backup-Server auch keine weiteren Lizenzen dafür anschaffen. Es sei denn, Sie wollen die einzelnen selbst dann auch mit sichern, dann bräuchten Sie ihn halt wieder. So. Okay, jetzt switche ich mal über. Ich zeige Ihnen jetzt mal gleich meinen Screen von meinem. So, jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen von meiner VMware. Falls irgendwas nicht sehenbar sein sollte, schreiben Sie mir das bitte einfach in den Chat rein, dann könnte ich darauf noch reagieren. Okay, gut. Ich gehe jetzt mal her und starte mal meine Konsole von meinem ArcSoft UDP. Wie gesagt, die Konsole ist komplett, wie als auch unsere Agenten, werden quasi über die Web-Oberfläche halt hier konfiguriert.
Und wenn Sie sich in UDP einloggen, dann kommen Sie erstmal sozusagen auf unser Dashboard drauf. Da möchte ich ein bisschen kurz was zu sagen, was diese ganzen Diagramme halt hier zu sagen haben. Also hier zeigt er Ihnen erstmal einmal an, erstmal von den ganzen Servern, die Sie hinzugefügt haben, wie viel von den Datensicherungen waren jetzt erfolgreich und wie viele waren jetzt nicht erfolgreich. In meinem Fall kommt das hier einfach immer, weil einige Server sind halt bei mir aus auf meinem Notebook, deswegen schlagen hier dann noch einige fehl. Was hat das jetzt hier letztendlich zu sagen? Hier ist es einmal so, in diesem Diagramm haben Sie einmal diesen hellblauen Bereich und diesen dunkelblauen Bereich. Der hellblaue Bereich zeigt Ihnen an, wie viele Daten ich insgesamt von meinen Servern sozusagen halt gesichert habe, ja? Und der dunkelblaue Bereich zeigt Ihnen an, wie viele Daten ich wirklich auf meiner Festplatte speichern muss. Das heißt, durch unsere quellbasierte Deduplizierung in Verbindung mit unseren Infinite Incremental Backup-Verfahren und Kompression spare ich mir halt sozusagen hier diesen Speicherplatz sozusagen auf meinem Backup-Server. Hier geht es jetzt bei mir bergunter, weil ich habe einige Server bei mir aus den Sicherungsjobs sozusagen entfernt. Deswegen normalerweise geht ja die Linie immer steil rechts nach oben. Ja. Also das haben hier letztendlich diese Diagramme zu sagen. Okay, ich würde jetzt mal hergehen und einen Backup-Job für meinen E-Mail-Server sozusagen einrichten und nachher die Integration sozusagen auf unser Band sozusagen halt konfigurieren. Bevor wir allerdings mit allem hier anfangen, das heißt, wenn Sie UDP zum ersten Mal starten, wenn Sie normalerweise hier in so einen Konfigurationsassistenten sozusagen automatisch eingeloggt, der Sie durch diese Konfiguration sozusagen halt begleitet. Ich mache das jetzt mal nicht. Und zwar im allerersten Step, bevor Sie hergehen und einen Backup-Job sozusagen einrichten, würden Sie hier bei den Zielen und unseren Recovery Point Server erstmal einen Datenstore sozusagen konfigurieren. Und da müsste hier ein Eintrag sein, sozusagen von Ihrem Backup-Server, und dann können Sie hierher gehen und einen neuen Datenstore für Ihren Backup-Server sozusagen hinzufügen. Das Ganze muss jetzt hier einen Namen bekommen. Ja. Und dann gibt es hier, wie gesagt, vier Verzeichnisse. Was ist das letztendlich? Also in dem ersten Datenfolder hier, sofern die Deduplizierung nicht aktiviert ist, liegen in diesem Verzeichnis alle Ihre Backups drin. Ja? Aktivieren Sie die Deduplizierung, dann liegen in diesem Verzeichnis hier oben nur die Konfigurationsinformationen von dem Backup drin, also ein paar XML-Files und so weiter. Ja. Dann liegen Ihre Daten hier letztendlich in diesen drei Verzeichnissen halt drin. Meistens halt, also in Daten und Index letztendlich. Das sind dann nach hier diese drei Verzeichnisse, wo die Daten halt dann drin gespeichert werden. Und dann haben wir hier eine Schaltfläche für die Blockgröße der Deduplizierung. Wenn Sie raufgehen, haben Sie da vier Möglichkeiten, diese Blockgröße halt zu definieren. Und das ist hier, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt. Da will ich noch ein bisschen genauer zu eingehen, wie man das am besten hier zu machen hat. Ich mache mal hier ein Beispiel. Ich setze jetzt mal diese Deduplizierungsblockgröße auf 4 Kilobyte. Danach ändern sich ja auf der rechten Seite diese Balkendiagramme hier. Was bedeutet das letztendlich? Wenn ich 4 Kilobyte Blockgröße einstelle, dann kriegen Sie den bestmöglichen Deduplizierungseffekt. Das heißt, Ihre Daten werden bestmöglich halt verringert. Ja? Hat allerdings den Nachteil, dass das Weiterkopieren auf ein Tape oder das Wiederherstellen dadurch von der Performance her langsamer wird. Warum ist das so? Ich habe dann nachher alles hier in 4 Kilobyte Blöcken drin. Und wenn Sie was auf ein Tape kopieren, da hat das ja in 64 Kilobyte Blöcken, ja, und muss das entsprechend dann halt hier wieder umwandeln. Genauso wie es ist, wenn Sie was wiederherstellen, ist es so, ist die Wiederherstellung über Netzwerk, dauert es länger, ganz viele kleine Blöcke zu transportieren, als wenn ich das jetzt auf größere Blöcke halt konfiguriere.
Jetzt mache ich mal den Gegenschluss. Das heißt, wenn ich jetzt hier 32 Kilobyte einstelle, dann dreht sich das Bild halt genau um. Das heißt, Sie werden hier dann die bestmögliche Performance bekommen für ein T-Backup und halt auch für die Wiederherstellung. Jetzt muss man noch einiges beachten, und zwar, wenn man den Backup-Server jetzt halt plant. Wir haben hier in diesem Konfigurator oben hier ein kleines Tool mit eingebaut. Da haben Sie dann so ein paar Schieberegler drin und das zeigt Ihnen dann so in etwa an, was Sie für Ihre Deduplizierung an RAM und Speicherplatz und so weiter halt benötigen. Ich würde Ihnen noch was anderes empfehlen, und zwar auf unserer Webseite in unserem auf arcsoftzendesk.com, wenn Sie sich da einwählen, dann haben wir unseren UDP Restore Estimator. Also, das ist letztendlich ein kleines Plan-Tool, mit dem Sie sozusagen Ihren Backup-Server von der Performance her sozusagen halt planen können. Und wenn Sie hier sich dann darauf einloggen, also wie gesagt, arcsoftzendesk.com, gibt es hier unten diesen UDP Resource Estimator. Estimator, ja. Und wenn Sie da reingehen, dann können Sie hier so ein paar ja, Grundwerte sozusagen mitgeben. Hier in dem Beispiel ist es jetzt so, wir haben hier 5 Terabyte an Quelldaten, wir haben insgesamt 10 Server in dem Beispiel und JOJ bedeutet Year over Year, also wie wachsen Ihre Daten quasi über das Jahr hinweg in Prozent. Hier ist jetzt mal, ich habe mal hinterlegt, hier 10%, also meine Daten wachsen pro Jahr um ca. 10%. Hier ist noch ein Wert, den kann man relativ schwer ermitteln. Das ist die erwartete Änderungsrate der Blöcke pro Recovery Point. Ist relativ schwierig zu ermitteln. Ich würde den Wert auf 5% mal lassen, um das zu ermitteln. So, und dann haben wir jetzt hier, gehe ich mal in dem Beispiel und stelle mal meine Blockgröße auf 4 Kilobyte ein und sage, ich möchte von meinen Servern pro Server 20 Wiederherstellungspunkte pro Server dann halt aufbewahren. Und dann haben wir hinten noch ein paar Werte hinterlegt, die erwartete Deduplizierungsrate und Kompressionsrate. Ich würde Ihnen empfehlen, lassen Sie das so, die Werte sind relativ realistisch hier zu sehen. So, wie sieht das letztendlich aus? Das heißt, meine 5 Terabyte Quelldaten, die ich sichern möchte, über diese 10 Server mit 20 Wiederherstellungspunkten, habe ich dann hier eine reine Anforderung an die Hash-Tabelle von dem Backup-Server von 39 Gigabyte. Ja, das ist wie gesagt rein diese Hash-Tabelle, die wir dann halt benötigen, um diese Deduplizierung halt zu fahren. Brauchen Sie 39 Gigabyte RAM rein nur dafür, zuzüglich, was das Betriebssystem bräuchte und braucht und die anderen Komponenten halt. Ja, das heißt in 3 Jahren bei dieser erwarteten Steigerungsrate bräuchten wir dann nach 3 Jahren dann halt schon knappe 52 Gigabyte. Jetzt können Sie Folgendes machen. Sie können in dem Backup-Server eine SSD-Festplatte halt einbauen und können damit sozusagen die Anforderungen an den Arbeitsspeicher von dem Server halt deutlich verringern. Hier ist es jetzt so, wenn ich eine SSD-Festplatte brauche, braucht die Hash-Tabelle im RAM nur noch knappe 2 GB und nach 3 Jahren 2,6 GB im Vergleich zu 52 halt, ja. Der Speicherplatz auf der SSD-Festplatte ist dann natürlich der gleiche hier, den wir dann dafür brauchen. Also in dem Falle würden Sie mit einer 120 GB SSD-Festplatte dann auskommen. So, und hier unten zeigt er dann an, bei einer Blockgröße von 4 Kilobyte, was Sie halt an Speicherplatzanforderungen auf dem Backup-Server dann halt benötigen, ne? Also nach 3 Jahren wäre das dann circa bisschen mehr wie 4 Terabyte. So, gehe ich jetzt her hier oben und ändere den Wert jetzt hier von 4 Kilobyte auf 32 Kilobyte, dann brauche ich deutlich weniger, habe ich auch deutlich weniger Anforderungen an den RAM. Dadurch steigt aber dann auch hier mein Platzbedarf letztendlich auf dem Server, ne? Also um einige Terabyte. Ja, also das sollten Sie sozusagen dann hier mitnehmen, wenn Sie sozusagen Ihren Backup-Server halt planen, dass Sie das Tool dann hier zurande ziehen, was dann die Ausstattung halt betrifft. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich habe nämlich schon einen Datenstore eingerichtet, dann
gehe ich da eben nochmal rein und zeige, wie ich das jetzt konfiguriert habe. Hier ist noch ein wichtiger Haken, den Sie halt zu beachten haben. Ja? Das heißt, diese Hash-Destination hier, wo letztendlich meine Hash-Tabelle gespeichert ist, liegt auf einer SSD-Festplatte. Ja? Machen Sie den Haken hier oben bitte nicht rein, wenn das eine normale SAS-Festplatte oder SATA-Festplatte ist. Wir haben hier Anforderungen an die Schreiblesegeschwindigkeit, ja, der Festplatte. Das heißt, im Vergleich zu einer SAS-Festplatte, die mit 15.000 Umdrehungen ungefähr IOPS von so circa 300 IOPS pro Sekunde halt bearbeiten kann, liegt eine SSD-Platte vergleichsweise bei 70.000. Ja, also da ist der gravierende Unterschied. Das heißt, hier brauchen wir keine hohen Schreibgeschwindigkeiten oder Lesegeschwindigkeiten in dem Bereich, sondern hier sind die IOPS ganz klar ausschlaggebend. Die anderen Bereiche hier, Data und Index Destination, können Sie auf ganz normale SATA oder SAS-Festplatten halt dann halt ablegen. Und was Sie auch machen können, Sie können halt den ganzen Datenspeicher mit Ihren Backups dann hier auch halt verschlüsseln. Okay, so. Und hier sieht man das nochmal, hier ist das nochmal dargestellt. Ne? Das heißt, das sind meine Daten, die ich jetzt halt hier sichere, 325 Gigabyte, und mit Deduplizierung und Kompression bekomme ich nachher eine Reduktion von hier 81% jetzt in meinem Beispiel. Okay, so, ich würde jetzt hergehen und ich füge mir jetzt mal einen Server zu, den ich sichern möchte. Das ist jetzt hier an der Stelle mein Exchange-Server. Das ist ein physikalisch installierter Server. Und wenn ich mir einen neuen Server hinzufüge, haben Sie hier diverse Möglichkeiten, wo Sie den importieren können. Das heißt, Sie können ihn einmal direkt hinzufügen, indem Sie den Namen oder die IP-Adresse eingeben. Oder Sie können das von Ihrem Hyper-V-Server oder von Ihrem ESX-Server, können Sie auch die Nodes einfach direkt dann importieren halt. In meinem Beispiel ist es jetzt ein physikalisch installierter Server und da hole ich mir das jetzt aus dem Active Directory. Und ich habe jetzt hier meine Credentials schon mal eingegeben und kann jetzt hier einfach im Active Directory browsen und sagen, okay, hier ist jetzt mein Exchange-Server. So. Und kann den jetzt hier letztendlich hinzufügen und zu meiner Liste halt der Server, die ich halt sichern möchte, halt hinzufügen. Jetzt ist nochmal Folgendes, weil wenn Sie es zum allerersten Mal machen, können Sie von hier aus dann raufgehen mit der rechten Maustaste und unseren UDP-Agenten sozusagen auf den Server dann halt verteilen. Also der macht dann quasi eine Remote-Installation auf Ihrem Exchange-Server. Und für die Installation von dem Agenten ist auch kein Neustart oder so von dem Server dann erforderlich. Ja, in meinem Fall war der Agent halt schon auf dem Exchange-Server installiert. Ja, das zeigt er dann hier an mit so einem kleinen Symbol und er zeigt ihn halt auch, hat jetzt auch hier erkannt, dass auf dem Server halt der Exchange-Dienst halt läuft. So, jetzt gehe ich her und zwar unter meinen Plänen gehe ich jetzt her und richte einen neuen Backup-Plan ein. Und den nenne ich jetzt einfach mal Exchange, weil ich da nur den einen Server halt reinsichere. Und dann können Sie hier auswählen, wie Sie den Server halt sichern möchten. Also klar, einmal hier agentenbasiert über Windows, agentenbasiert über Linux, ja. Und dann haben wir hier auch unsere hostbasierte agentenlose Sicherung. Da würden Sie dann direkt den Hypervisor halt kontaktieren und darüber halt sichern. Oder Sie können halt auch hergehen und Remotely Managed RPS bedeutet, wenn Sie was in die Cloud halt oder auf eine Gegenstelle halt replizieren wollen. Ich wähle jetzt mal den aus und füge jetzt meinen Server dann halt hier hinzu, den ich jetzt halt hier sichern möchte. Und hier ist es jetzt so, die Frage bekomme ich häufig gestellt, kann man auch mit dem UDP ein einzelnes Verzeichnis von dem Server jetzt halt wegsichern? Nein, das geht nicht. Hier ist es so, UDP ist eine blockbasierte Datensicherungslösung. Das heißt, wir lesen die Blöcke einer Festplatte aus und Sie können hier im Zweifelsfall einschränken und sagen, ja, okay, ich möchte auf die Partition einschränken, aber nicht auf einen einzelnen Folder oder so.
Wenn Sie das wollen, dann müssen Sie halt einen Backup-Job per UNC-Pfad sozusagen konfigurieren, der dann ja, letztendlich aber dann filebasierend die Daten dann halt sichert. Ne? Ich will hier dann Backup All Volumes aus und hier als Ziel kann ich jetzt eingeben und sagen, okay, entweder mein UDP Recovery Point Server mit dem Datenstore oder ich könnte hier auswählen eine lokale Festplatte oder halt einen freigegebenen Ordner. Ich wähle meinen Recovery Point Server aus, weil da auch meine Deduplizierung halt läuft und wähle jetzt hier noch ein Passwort. Okay, und dann können Sie hier einen Zeitplan definieren. Da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, standardmäßig steht hier inkrementelle Sicherung drin. Das würde ich auch empfehlen, so zu lassen. Wie gesagt, wir erkennen das automatisch. Das heißt, wir fahren beim ersten Mal bei der ersten Sicherung sowieso automatisch ein Fallback ab und danach gehen wir her und sichern dann inkrementell weiter. Ich gehe jetzt mal hier rein und sage, okay, die tägliche Sicherung, die soll jetzt Montag bis Freitag um 10 immer laufen. Und hier sind dann, wie gesagt, diese Wiederherstellungspunkte, die ich aufbewahren möchte. Ja. Das heißt, da brauchen Sie auch weiter nichts machen. Das heißt, ab der achten Sicherung geht er dann her und mergt das automatisch dann halt zusammen. Und ich gehe her und füge jetzt noch eine wöchentliche Sicherung zu und die soll immer am Samstag um 10 laufen und dann möchte ich jetzt ja auch 5 Wiederherstellungspunkte halt dann aufheben. So, und hier unten können Sie jetzt noch einstellen die Katalogerstellung. Wenn Sie Katalog erstellen, dann können wir quasi in den Backups halt schneller Daten halt finden, wenn Sie eine einzelne Datei oder ähnliches dann halt dann raussuchen wollen. So, und in dem Weiter-Reiter, da können wir jetzt sagen, okay, im Falle des Exchange-Servers möchte ich jetzt die Log-Files täglich abschneiden und Sie könnten dann halt hier noch Kommandos definieren, die jetzt halt vor oder nach dem Backup dann halt ausgeführt werden. Und halt eine E-Mail-Benachrichtigung aktivieren, wenn das Backup erfolgreich oder nicht erfolgreich ist oder fehlgeschlagen oder nur teilweise gelaufen ist, könnten Sie dann hier unten dann aktivieren. Dann speichere ich mir den Job jetzt einfach mal ab. Und jetzt habe ich ja gesagt, brauchen wir, um was auf Tape zu kopieren, brauchen wir unser Arxiv Backup dazu. Da müssten Sie, bevor Sie das machen, muss Arxiv Backup auf einem Server installiert sein. Und Sie müssen hier unter dem Reiter Ziele Arxiv Backup Server, müssen Sie den Server einmal hinzufügen. Das heißt, da geben Sie die Adresse von dem Server ein, wo Arxiv Backup installiert ist und die entsprechenden ja, User Credentials halt. Ja. Und dann listet er Ihnen dann hier Ihre Tape-Library oder Ihr Einzellaufwerk dann von dem Backup-Server auf und Sie können das dann nachher in Jobs hier dann ansprechen. Ja, deswegen, ich gehe jetzt hier in den Exchange-Job jetzt nochmal rein. Ich hatte das vorher schon hinzugefügt und füge jetzt hier einen weiteren Task halt hinzu, was jetzt nach dem Backup noch gemacht werden soll. Und da kann ich jetzt hier sagen, okay, ich möchte könnte meine Daten jetzt, was ich hier replizieren, in eine andere Gegenstelle, ja. Ich könnte einen Virtual Standby Task machen oder einzelne Files halt kopieren oder Wiederherstellungspunkte auf ein USB oder NAS Drive halt kopieren, ne? Oder halt hier einen Copy-to-Tape-Job halt machen. Und hier fragt er mich jetzt, welche Backups möchte ich denn jetzt halt kopieren auf mein Tape? Und ich sage jetzt hier, meine täglichen und meine wöchentlichen möchte ich gerne kopieren. So, und als Ziel wähle ich dann mein Backup-Server aus. Und hier liest er mir jetzt dann meine Tape-Library auf, die ich jetzt hier meinem Backup-Server sozusagen angeschlossen habe. Und kann jetzt hier noch ein Passwort eingeben. Ja, und ja, Sie können auch Multiplexing aktivieren, das ist in der Lizenz halt auch mit inbegriffen halt. Ne? Und ja, bei der Zeitplanung jetzt, was machen wir jetzt hier an der Stelle?
Erstmal kriegen Sie hier einen weiteren Zeitplaner halt mit angeboten. Was können Sie hier machen? Hier können Sie jetzt eine Start- und eine maximale Endzeit sozusagen mit konfigurieren. Wozu ist das gedacht? Und zwar, wenn jetzt hier dieser erste Backup-Job von Disk zu Disk sozusagen losgelaufen ist, nachdem der fertiggestellt ist, würde automatisch direkt danach der Job Copy to Tape halt starten. Jetzt kann das halt sein, dass Sie noch weitere Backup-Jobs halt konfiguriert haben und Sie haben nur einen Backup-Server und der ist jetzt halt mit den weiteren Backup-Jobs, sind die Festplatten halt jetzt noch relativ beschäftigt. Das heißt, wenn Sie jetzt den Copy-to-Tape-Job direkt im Anschluss starten, würden Sie unter Umständen halt nicht die optimale halt Performance erzielen, um Ihre Daten halt auf die Tape-Library halt zu kopieren. Deswegen können Sie sagen, okay, ich lasse diesen Job halt in der Zeit von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags dann halt auf Tape halt kopieren, ne? Und fügt das dann halt hier hinzu. Das heißt, er würde dann erst morgens um 8 dann halt damit anfangen. So, und was machen wir jetzt hier? Hier ist letztendlich unsere Schnittstelle dann zu dem Arcsoft Backup mit diesem Media Pool nehmen. Damit erzeugen wir sozusagen ein Medienpool in dem Arcsoft Backup, in dem sozusagen ja, die Backups sozusagen halt beschrieben werden. Und hier können Sie hergehen und auch einen Namen halt vergeben. Standardmäßig nimmt er immer den Namen, den Sie oben hier in dem Profilnamen sozusagen erzeugt haben, halt drin, ja. Und hier können Sie das dann halt unten konfigurieren. Einmal, wie lange sollen diese Wiederherstellungspunkte aufbewahrt werden, ja, für die täglichen und wöchentlichen Sicherungen und wie sollen die Daten halt kopiert werden. Machen wir mal folgendes Beispiel hier. Append to exciting tapes. Was macht er dabei? Das heißt, hier haben wir konfiguriert bei der täglichen Sicherung, die sollen für 7 Tage lang aufbewahrt werden. Ja? Das heißt, er schreibt die Daten immer an das vorhandene Tape sozusagen an und dann zählt die Zeit von dem letzten Backup-Job. Das heißt, nach 7 Tagen würde er dann jetzt hergehen und sagen, okay, diesen Bandsatz oder dieses Band oder diesen Bandsatz verriegele ich jetzt für 7 Tage. Das heißt, in den nächsten darauf folgenden ta 7 Tagen würde er diesen Bandsatz halt nicht mehr beschreiben. Er wäre sozusagen wie ein Schreibschutz sozusagen von uns drauf. Und erst am 15. Tag würde hergehen, weil dann sind diese 7 Tage abgelaufen von der letzten Sicherung und würde diesen dann halt wieder dann überschreiben. Machen Sie das Ganze hier auf separaten Tapes, dann macht er Folgendes. Wir schreiben dann sozusagen die Montagssicherung aufs Montagsband oder auf die Montagsbänder drauf, ja. Und dann ist dieses Band oder dieser Bandsatz halt für 7 Tage dann halt geschützt und erst dann am nächsten Montag würde die Zeit ja dann ablaufen und dann würde er wieder hergehen und diese Daten dann und dieses Band dann halt dann wieder beschreiben. Okay, so, ich lasse das hier mal mit den separaten Tapes und gehe jetzt hier nochmal auf Erweitert. Und ja, hier könnten Sie noch einfallen, wenn Sie jetzt ein Einzellaufwerk haben, könnten Sie das Laufwerk noch rausfahren lassen oder das Backup halt dann nochmal verifizieren lassen. Ich speichere das jetzt mal ab und gehe dann gleich jetzt mal in das Arcsoft Backup rein. Und dann werden Sie hier sehen, unter der Administration haben wir ja unseren Medienpool, ja. Und jetzt hat er hier Folgendes gemacht. Er hat mir zwei Medienpools sozusagen angelegt mit den Namen, die ich jetzt hier definiert habe. Und das D steht sozusagen für die täglichen Sicherung und das W für die wöchentlichen Sicherung. Jetzt können Sie dann hier raufgehen und er zeigt Ihnen dann halt hier diese Zeit, die wir da konfiguriert haben im Arcsoft Backup, können Sie dann von hier aus dann nochmal ablesen. Ja? Ja, das gleiche halt für die wöchentlichen Sicherungen halt auch. Ich kriege manchmal die Frage gestellt, wenn Sie mehrere Jobs halt hier konfiguriert haben, dann können Sie dann hier auch hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt meine
Diese Sicherung möchte ich auch auf dem Bandsatz von dem Webinar, den ich jetzt konfiguriert habe, halt speichern, ja. Dann würden Sie in dem zweiten Job hier halt auch einen Copy-to-Tape-Task halt konfigurieren, Ihren Backup-Server auswählen. Ja, und standardmäßig schreibt er dann hier oben einen Teil von dem Namen halt rein. Ne? Das müssen Sie dann ändern und müssen dann hier das Webinar dann auswählen, damit er das dann auch auf den gleichen Bandsatz dann halt mit draufschreibt. Okay, soweit, so gut. Die Zeit ist jetzt schon recht vorangeschritten. Ich würde jetzt hergehen und Ihre offenen Fragen dann halt beantworten. Also wenn Sie irgendwelche Fragen noch haben, einige sind hier schon mit bei, würde ich hergehen und die dann jetzt versuchen zu beantworten. So, erstmal die Frage, gibt es das auch alles in Deutsch? Ja, ArcSurf gibt es auch in Deutsch. Mein Server ist jetzt hier auf Englisch installiert und demnach ist auch die ganze ArcSurf-Software alles in Englisch drauf. Aber wenn Sie auf einem deutschen Server installieren, ist es dann halt auch auf Deutsch. Das Video ist hier, unser Webinar wird aufgezeichnet, das heißt, das können Sie dann im Anschluss, wir werden das auf YouTube raufstellen und es sollte dann morgen, spätestens übermorgen, dann auch auf YouTube auch verfügbar sein. Wir haben auch, wenn Sie noch weitere Webinare anschauen wollen, wir haben auch einen eigenen deutschen YouTube-Kanal, da können Sie auch hergehen und dann darauf zugreifen und dann die anderen Videos aus unserem deutschen YouTube-Kanal dann halt dann runterladen. Ich schaue mal eben nach. Ich kann Ihnen auch gerne mal den Link zur Verfügung stellen. Dann kopiere ich ihn mal in den Chat rein. Das können dann alle sehen. Da können Sie auch die alten Webinare anschauen, die wir jetzt bereits schon aufgezeichnet haben. Ja, dann ist eine Frage, ist für die Deduplizierung eine SSD-Festplatte notwendig? Ist nicht notwendig, ist allerdings vielleicht aus Kostengründen sinnvoll, weil SSD-Speicherplatz ist ja noch günstiger als doch RAM, den wir halt benötigen. Es kann aber auch je nachdem in der Konstellation sein, wenn Sie halt einen Client-Server haben, wo vielleicht nur 300 Gigabyte zu sichern sind in dem Datenstore, ja, dann würden Sie auch ohne SSD halt dann auskommen und halten einfach die Daten dann in dem RAM halt drin. Ne? Wohl bemerkt, auch wenn Sie Ihre Daten im RAM halten, die Daten werden trotz dessen dann auf Ihre Festplatte halt draufgeschrieben halt. Ne? Ja, also wie ich vorhin gezeigt habe, also Sie können von Disk zu Disk und dann auf Tape dann mit UDP dann 6 dann halt dann auch sichern. ArcSurf Backup brauchen Sie dann, wenn Sie, hier kommt eine Frage, also ist ArcSurf Backup überflüssig? ArcSurf Backup brauchen Sie immer dann, wenn Sie ein Tape oder eine Tape-Library sozusagen ansteuern wollen. Wenn Sie jetzt sozusagen hergehen und, ups, zeige Ihnen jetzt nochmal mein Webinar sozusagen. Ja. Kommen wir nochmal auf, falls noch irgendwelche Fragen sind. Ja. ArcSurf Backup brauchen Sie, wie gesagt, immer dann, wenn Sie halt eine Tape-Library dann halt dann ansteuern wollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein RDX-Laufwerk angeschlossen haben und Sie das als RDX-Laufwerk im Gerätemanager als Wechseldatenträger konfiguriert haben, dann können Sie auch hergehen. Und dann brauchen Sie kein ArcSurf Backup mehr mit installieren. Da können Sie auch aus UDP heraus diese Wiederherstellungspunkte dann auf dieses RDX-Tape dann halt kopieren. Ich denke, die Frage geht um die Lizenzierung. Per Server gilt das für die physikalischen oder virtuellen Server. Per Server die Lizenzierung gilt nur für physikalische Server. Das heißt, die dürfen nicht als Hypervisor halt dann gelten. Ja? Also das ist dann klar getrennt. Da müssen Sie dann nach Sockel oder nach Terabyte dann halt lizenzieren.
Ja, jetzt noch eine Frage zu dem Instant VM. Wie wird der veränderte Inhalt wieder auf den ursprünglichen Server synchronisiert, wenn dieser wieder verfügbar ist? Ja, wir gehen ja her und speichern dann sozusagen, schreiben dann halt nur die Änderungen in ein Verzeichnis, was sie beim Erzeugen der Instant VM sozusagen halt generieren. Ja, sie müssen dann davon nachher, haben wir einzelne Steps sozusagen in unserem Handbuch halt auch beschrieben, ne? Müssen dann aus unserer Konsole dann auch wieder hergehen und den Server dann sozusagen auf dem Originalserver dann halt wieder zurücksichern mit unserer Software, damit sie dann auch halt ja, alle Änderungen dann sozusagen halt dann mitsichern können, ja? So, dann noch die Frage, kann ich auch direkt auf meinen Storage die Daten ablegen oder muss die auf ein Windows-File-System sichern? Was brauchen wir dazu? Also, wenn wir als Ziel können wir sozusagen eine lokale Festplatte ansprechen. Das heißt, die lokale Festplatte kann in dem Backup-Server auch per iSCSI oder per Fibre-Channel in dem Server halt angebunden sein, ja? Oder sie können halt auch auf Netzwerkshare halt drauf sichern. Das können unsere Ziele sein, wo wir sozusagen unsere Disk-to-Disk-Sicherung dann halt hinsichern halt können, ja. Das heißt, wenn das notwendig ist, wenn ihr Storage-System sozusagen per iSCSI dann halt in Windows einzubinden gilt, dann können wir das dann auch dann so dann ansprechen. So, dann noch eine Frage zu unseren Preisen. Wir sind ja so organisiert für Arcsoft, wir verkaufen ja nicht direkt. Das heißt, wir vertreiben die Software innerhalb von Deutschland an unsere Distributoren und die Reseller sozusagen, die bei unseren Distributoren halt gelistet sind, also im klassischen Fall sind das ja Systemhäuser, die können dann hergehen und bei diesen Distributoren bestellen, unsere Software bestellen und das halt auch an die Endkunden dann ausliefern. Deswegen, also ich kann keine Informationen zu irgendwelchen Preisen geben. Ja, was Sie machen können, ist, hier ist noch eine Frage, ob man diese UDP-Jobs sozusagen halt, halt exportieren kann. Was Sie machen können, Sie können, wir installieren ja auf dem Server standardmäßig einen SQL-Server halt mit. Sie können dann über das Management Studio hergehen und die Datenbank des Backup-Servers dann halt sichern und auf einem anderen Server dann halt zurückspielen. Aber jetzt herzugehen und aus der Oberfläche raus diese Jobs halt umzukopieren, das gibt's nicht. Ja, unsere Arcsoft Cloud, hier wird gefragt, wo sind die Daten gespeichert? Die Arcsoft Cloud ist für Europa in Amsterdam gehostet, also in den Niederlanden, ja. So, noch eine Frage zu unserer Appliance. Kann die Appliance gleichzeitig UDP-Server und ArcSoft-Server sein? Sie kann das sein, ja. Das heißt, auf der Appliance ist auch unser Setup von dem ArcSoft Backup auch direkt mit drauf. Das heißt, wenn Sie in der Appliance hergehen und sich beispielsweise diese SAS-Karte mit konfigurieren, damit Sie eine Tape-Library ansteuern können, dann können Sie direkt auch das ArcSoft Backup da drauf in Betrieb nehmen und Ihre Daten dann halt darüber halt auch auf Tape dann halt bringen. So, dann noch eine Frage, ob sich auch mit der UDP Workstation Netzlaufwerke sichern kann, zum Beispiel von einem NAS oder USB-Laufwerk. Das geht aktuell noch nicht. In der nächsten Version werden wir das mit bei haben. Da können Sie dann auch direkt aus UDP raus dann UNC-Pfade dann mit sichern. Gibt es ein Webinar dazu? Das ist angesetzt, glaube ich, in der ersten oder zweiten Februarwoche. Müssen Sie mal dann auf unsere Webseite schauen, da werden wir dann demnächst die neuen Termine für die Webinare im nächsten Jahr dann auch veröffentlichen.
So, ja, also unsere Workstation-Version, das UDP für Workstation, haben wir eine kostenfreie Version von. Ja, die können Sie dann im Einzelplatzmodus betreiben, die können Sie nicht in unsere Konsole einbinden und können Sie auch nicht mit Deduplizierung halt verwenden. Aber können Sie von unserer Website runterladen und so halt frei benutzen auf Ihren PCs halt. Ah ja, dann noch eine Frage, wo ist der Unterschied zwischen dem Replizieren und zu einem Remote-RPS-Server replizieren? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wir gehen dann her, dieses Remote-RPS-Server, diese Funktionalität, das ist eine bahnstreckenoptimierte Replizierung, die wir halt benutzen, um dann in eine Cloud zu sagen, also in unsere Cloud zu replizieren oder wenn Sie sich das selbst nachbauen wollen, halt auf Ihre eigene Niederlassung oder Gegenstelle sozusagen halt replizieren wollen. Ja, das ist entsprechend halt bandbreitenoptimiert und können Sie sein. Und das werden das normale Replizieren halt die Replikation eines einzelnen Backup-Plans innerhalb von einem Netzwerk halt ist. Dazu gibt es auch nochmal ein Webinar, glaube Mitte, Ende Februar halten wir nochmal ein Webinar über unsere Arcs of Cloud und die mit Schwerpunkt sozusagen auf die Replizierung in die Cloud oder halt auch in Gegenständen. Da kommt man nochmal genau auf ganz einzelne Details drauf zu. Oracle-Datenbanken können wir im Standard auch mit absichern. Ja, das geht. Ah ja, dann noch eine Frage zu unserer Tape-Integration. Wie werden die Sicherungen mit UDP aufs Band geschrieben? Als Vollsicherung oder dedupliziert? Wenn Sie aus UDP heraus hergehen und diesen Copy-to-Tape-Job sozusagen aktivieren, werden Ihre Daten immer, wird diese Deduplizierung halt wieder ausgepackt. Das heißt, wenn Sie mal Ihre 1 Gigabyte Daten sozusagen auf 500 Megabyte halt reduziert haben, ja, dann werden auf das Tape dann wahrscheinlich, da greift dann nur noch die Kompression und werden vielleicht noch 900 Megabyte dann halt kopiert. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, wenn Sie aus UDP heraus die Daten kopieren, sind die halt ja granular wiederherstellbar von Tape. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Sie können auch hergehen und über Arcs of Backup halt die Deduplizierungsdatenstore dann halt sichern und da würden Sie dann halt die deduplizierten Daten, also den ganzen Datenspeicher halt sichern. Ja. Dann kommt noch eine Frage zur Lizenzierung. Wie viele Tape-Libraries können wir ansteuern? Das ist so, Sie brauchen ja das Arcs of UDP in der Premium-Version, um eine Tape-Library anzusprechen. Die Tape-Library-Option brauchen Sie immer dann, wenn Sie eine Tape-Library haben mit mehr wie einem Laufwerk. Haben Sie nur eine Tape-Library mit einem Einzellaufwerk, dann kommen Sie mit einer UDP Advanced oder Standard-Lizenz halt aus. Er sagt mehr wie einem, wir lizenzieren ja die Tape-Libraries und dann können Sie ja so viele Tape-Libraries ansteuern, wie Sie möchten. Ja, da kommt noch eine Frage, wie man unsere Appliance dann halt sichern kann. Ja, also unsere Appliance, wie gesagt, kann UDP und Arcs of Server in einem sein. Und Sie können die Appliance dann halt auch in den Sicherungsjob halt mit integrieren und diese dann halt auch auf ein Tape dann halt beispielsweise rauf sichern. So, hier kommt noch eine Frage, kann ein NAS direkt gesichert werden? Mit UDP 6.0 aktuell nicht. Da müssten Sie den Job in dem Arcs of Backup im Moment noch einstellen, um per UNC zu sichern. In der nächsten Version von UDP werden wir auch UNC-Pfade direkt mit sichern können.
So, wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit halt drüber. Hier sind noch einige Fragen dann aufgekommen. Ich kann jetzt leider nicht mal auf alle dann eingehen. Ich möchte Sie bitten, falls Sie noch Fragen haben, die jetzt nicht beantwortet wurden, können Sie die gerne an mich stellen und mich per E-Mail sozusagen anschreiben. Ich würde mich dann bei Ihnen dann per E-Mail oder per telefonisch dann halt zurückmelden und Ihnen dann die Fragen dann halt beantworten. Wir haben jetzt in der nächsten Woche am Dienstag das Webinar heute von heute nochmal und dann im Januar dann halt wieder ab der zweiten Januarwoche mit neuen Themen draufgestellt. Also schauen Sie einfach auf unsere Webseiten drauf. Im Januar übernimmt mein Kollege dann wieder und ab Februar bin ich dann wieder dran und da gibt es dann halt wieder weitere Webinars. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.